Willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute geht es Novak Super Expert. Es ist also nicht nur ein Experte, er ist auch scheinbar super gegen einen erlesenen Schachgegner mit 1809 oder was er hatte. Ich sage dieses Super, weil so super hat er da nicht gespielt. Hier Königsgambit hat mich ein bisschen überrascht. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Ja, ein Computerspiel, Königsgambit. Aber das Problem ist einfach, die können ja im Prinzip, können Schachcomputer ja nur die ihnen eingespeicherten Züge runterspulen. Und danach haben die aber auch keine Ahnung mehr. Das ist wie blank auswendig gelernt. Das ist wirklich nur eine Datenbank. Das kommt halt immer darauf an, wie liegt die Eröffnung einem Computer. Und hier wollten sie vielleicht mal dem Gerät halt Königsgambit reingeben, damit die Leute ja gegen Königsgambit spielen können. Aber hier wird das nicht so viel. Sieht zwar erst ganz gut aus, danach wird es aber ganz fürchterlich. Das Problem ist einfach die letzte Konsequenz. Dieses, man muss, ich habe ja nicht viel Ahnung von Königsgambit, aber ich meine, man muss die Linie aufknacken. Also mit G3 und solche Sachen, das macht er hier zwar. Da muss man auf jeden Fall, man muss sogar bereit sein, hier die Figur zu geben. Also Läufer schlägt F4 und dann den Springer geben für die Linie, dann Dame F3 schlägt. Und wenn das einfach fehlt in dieser Konsequenz, also hier Springer H4, dann kommt der F3. Wenn man nicht in der Lage ist, Material zu geben, dann bringt es das nicht. Vielleicht sogar hier Springer F3, Bauer F3, Dame F3 und das macht er nicht. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Man muss eben, ja, was soll ich sagen, todesmutig im Königsgambit sein. So ist es wohl, vielleicht ist das deswegen auch ein bisschen fürs Blitzen geeignet. Ich habe im Moment, habe ich übrigens Probleme mit meinem Screen Recorder irgendwie, da hat ein Update gemacht und seitdem, ich speichere ein Video und wenn ich das zweite dann speichere, dann ist unten schon dieses Rufzeichen, Speicherort, nicht aktiv oder was da steht, da kann ich auch machen, was ich will. Diese Speicherorte neu anwählen etc. pp. Das bringt einfach nichts. Also das war wirklich ein ganz mieses Update. Ich weiß auch nicht. Ich dachte immer, Updates würden die Sache verbessern. Ich hätte das Update mal lieber nicht machen sollen. Wie heißt das? Never change a running system. Das lief vorher so fantastisch mit diesem Aufnahmeprogramm. Zumindest das, was ich damit machen wollte, das hat er wunderbar gemacht. Und jetzt ein Video nimmt er noch auf und sobald ich ein zweites Video mache, dann ist das zweite Video anwählbar. Ich muss da quasi tatsächlich dahergehen und müsste eigentlich, das wäre vielleicht die einzige Rettung, die mir einfällt, einen separaten Ordner machen für die aufgenommenen Videos und dann den Ordner aus diesem Ordner rausholen, also das Video aus dem Ordner rausholen, eventuell noch umbenennen, in anderen Ordner rein. Das ist das Einzige, was mir momentan einfällt. Er macht es einfach nicht mehr so richtig. Und hier sieht man auch, das Problem ist hier, das hat total versagt, das Königsgambit. Er gewinnt zwar jetzt die Qualität, aber das Problem ist, es werden noch schrecklichere Fehler folgen. Dann macht er später noch die H-Linie offen und lässt einen Turm über die H-Linie reingehen. Der F-Bau wird auch noch entscheidende Rolle spielen. Ich weiß nicht. Das ist, ich habe irgendwo mal gelesen, man soll auch nicht Eröffnungen einfach nur auswendig lernen. Das bringt einem überhaupt nichts, wenn man die Theorie runterspult, weil man die dann halt gelesen hat, halt auswendig gelernt hat und dann ist da einfach nichts mehr. Man hat keine Pläne, wie es richtig weitergeht. Also das, was Weiße spielt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Ich könnte mir absolut vorstellen, dass Weiß für das Aufbrechen der Stellung eine Figur gibt für zwei Bauern, für den Angriff. Aber man kann das Königsgambit nicht positionell spielen. Und das versucht er hier. Der versucht das Königsgambit, der spielt Königsgambit und spielt das dann aber positionell. Das ist irgendwie, das als würde man Blackmore Dimmer Gambit spielen und dann versuchen, hier aufs Endspiel zu spielen. Positionell ins Endspiel hin. Das bringt ja auch nichts. Da musst du den Biss eines Tigers haben, sag ich mal einfach mal so. Deswegen ist das für mich auch nichts. Wenn ich ein Gambit spiele, dann spiele ich es genauso wie der Super-Expert, genauso inkompetent. Das ist einfach nur, da muss man den Zug zum König haben. War mal später mit dem Damentausch. Ich gehe mal davon aus, es war unglaublich wichtig, H4 zu ziehen. Jetzt werden ja die Damen getauscht. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, erstmal H4 ziehen, König F2, dass da keine Figuren auf den Königsflügel reinkommen. Der hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Und ich frage mich wirklich,
Erstens, wo ist er in dieser Partie der Experte? Und zweitens, wo ist das Ganze denn super? Wenn ich diese Partie sehe, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Super-Expert, warum der Super-Expert kein Weltmeister geworden ist. Das Programm war einfach nicht so der Knüller. Der Turm C8, jetzt taucht er schon die Damen weg. Das ist ja alles noch okay. Aber das Problem ist einfach, da darf nichts über die H-Linie reinkommen. Das ist das Problem. Wenn dann Turm reinfällt über H8, dann H2, dann ist sofort der Ofen aus und das hat er überhaupt nicht erkannt. Ich weiß auch gar nicht, welche Rechentiefe da hier hat. Der Super-Expert. Ich hatte ja immer nur Mephistos. Also wenn ich das hier sehe. Ja, hier G4 schlägt das. Das hätte ich nie gemacht. G4 schlägt. Vielleicht wirklich konsequenterweise H4 ziehen, König F2. Und dann mal sehen, was da kommt. Man wird das auch später noch sehen. Das wird dem zu Verhängnis, diese H-Linie. Da wird er hier, ganz schnell wird das gehen. Hier gibt er noch, ja, ich weiß auch nicht, warum er jetzt den macht. Vielleicht die Hoffnung D4 schlägt, Springer D4 schlägt. Hier E4 schlägt. Das sieht alles noch recht okay aus. Aber was da später folgen wird, das ist ganz schrecklich. Hier Springer G5. Ja, will sich den Baum halt zurückholen. Und das Problem ist ja, dass der andere Springer auch noch nachkommt. Springer F5, das droht dann G3, dann kommt der Turm auf die H-Linie. Aber wir werden das alles noch sehen, hier, was hier noch kommen mag. Das dauert jetzt ein bisschen. König G7. Also ich muss sagen, in diesen Partien hier, die der Super-Experte so online spielt, hat er mich nicht wirklich überzeugt. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, für was das sein soll, das Gerät. Hier Springer F5, jetzt droht schon auf G3 später mal was. Der holt sich sehr schön die Figuren ran. König F6. Wir müssen uns das mal ansehen, der hat die Qualität mehr. Er unterschätzt auch total das gegnerische Gegenspiel. Der Super-Experte ist quasi wie mit dem Tunnelblick. Der sieht nur, was er selber will und sieht überhaupt gar nicht, was der Gegner kann. Er will jetzt den G-Bauern haben, zieht Turm E4, ich ziehe jetzt hier nach vorne. Alles andere ist mir vollkommen egal, damit auch später der D-Bauer gezogen. Das ist eine ganz merkwürdige Partie hier. Ich muss ehrlich sagen, hier hätte ich schon A3 gezogen. Das Gegenspiel verhindern. A3, Turm H1, die Linien besetzen. Und nicht hier jetzt Turm E4. Also ich muss ehrlich sagen, das spricht ihm jeglichen Schachverstand ab, was er hier spielt. Wenn jetzt der Turm nach H8 kommt, Turm H2 droht, dann er kann ja gar nichts machen. Der König kann nicht nach E3, raus. Das ist ein großes Problem. Der König kann nicht ran nach G. Na, König G1 hätte er machen können, obwohl dann fällt G3. Ich glaube, hier ist schon kaputt. Hier ist schon alles verloren. Hier auch dieser Tunnelblick. Der Bauer ist ein Freibauer, der Freibauer muss marschieren. Da muss ich dem Super-Expert jeglichen Schachverstand absprechen. Vor allem der Bauer, der ist auch so weit entfernt. Und hier Turm H8 droht schon Turm H2 Schach. Der König kann nicht nach E3, er kann nicht raus. Das ist das Problem. Jetzt schon Turm B4 schlägt, frisst doch blauäugig den Bauern. Jetzt müssen wir ein bisschen warten hier wieder. Hier Turmschach. Das Ganze nähert sich jetzt dem Ende hier. Ich frage mich, ob König G1 gegangen wäre. Gut, kommt Turm G2 Schach. Ja. Jetzt der Springerschach, natürlich nicht König G1 wegen Matt. Auf Turm G2 ist er matt. Jetzt kommt schon F2 Schach. Jetzt, das ist ganz fürchterlich, was hier folgt. Der kann das gar nicht verhindern, dass der Dame geholt wird. Das ist wirklich hier. Das war nicht nur die Eröffnung, das waren auch die Konsequenzen, die davon. Das war wirklich hier. Der hat wirklich immer gerade, immer. Wie Star Wars hier weiter aufs Ziel zu. Dann hat er links und rechts hat er nichts mehr gesehen. Da wollte er erst mal unter dem G-Bauern angreifen. Da wollte er mit dem, weiß auch nicht, ob er die Linie öffnen wollte, also das Turm B4 schlägt kommen kann. Und hier können wir uns das Drama ja nochmal zum Schluss ansehen. Ich bedanke mich bis zum nächsten Mal. Also der Super-Expert. Als ob das, wenn die Leute nicht wissen, dass sie gegen den Schachcomputer spielen, dass der Super-Expert sehr, sehr, sehr schlecht aussieht in diesen Partien. Also hier war wirklich angesagt, H-Linie geschlossen halten, H4.
Und dann ruhig auf Gegenspiel spielt, vielleicht A3 noch zwischendurch, aber da ist er aber rausgekommen. Der verteidigt sich ja kein bisschen. Der sieht einfach nicht, anscheinend nicht ein. Der ist so super, der braucht sich nicht verteidigen. So, ich bedanke mich und verabschiede mich bis zum nächsten Video.